Yes. So, the peacemaker comes tottering in. You're the real pain. All my friends, you. Do you hate me? Are you facing the object of your vendetta? I came here to talk to you. But I also wanted to check some things out. Check out what? I wanted to see how I would actually feel. When I finally looked the object of my vendetta in the face, and what I would do, I didn't even know myself. And? I really can't forgive you. I'm so mad I'm shaking. I'll never get over this. Then come at me. To you, that is justice. I'm glad I made you my student. What's wrong? You can't forgive me, correct? Hervey Sage said he believed that one day, people would understand one another, and live in harmony. He said he would pass on his quest to me. But all I cared about was being his worthy student. Now I know. Just how hard that really is. I know it's not as simple as it sounds. But that shouldn't change the fact that you cannot forgive me. I killed your master and your friends. I destroyed your village. Now that you see reality, can you still truly believe Jiraiya Sensei's ridiculous words? When I found out you'd been Pervy Sage's student, I wanted to ask you. What? How you, who used to be his student, could end up like this. I don't know anything about you. You, your village and your friends are very important to you. You want to protect them so much. Precious things. Important things. Irreplaceable things. You aren't the only one who has them. Long ago, I also things I felt that way about. But they're all gone. The war took them away. False peace and ambition. Trivial ventures bred war, and my precious things were taken. My parents, my friends, everything disappeared before my eyes. I hated the war, and I loathed the world that had produced it. But at the same time, I thought if war could be stopped, hatred would disappear as well. That would bring peace to this world.
how could it be done? The answer was quite simple. I needed to become a god and guide the world so that war would vanish. If I did so, there would be no loose ends. No one would be full of hate as I was. So, in my own way, I acted to realize the peace I'd visualized. Do you see? This is my justice. The true peace Jiraiya spoke of doesn't exist. The only peace here is the one built upon sacrifices. What suits this cursed world is a cursed peace. The reason why I continue to hunt the Jinchuriki as pain of the Akatsuki is also to realize my peace. It's all for the world. I did it for the sake of peace. For the world. Yes. Have you begun to understand? Yeah. I understand your idea. Then what will you do? Will you let me capture you? I can't do that. Even now, I hate you so much it makes me sick. Then you want to settle things. But... Hervey Sage believed in me, and left me his quest. So I gotta believe in Hervey Sage's belief. I'll believe in my master until the very end. How foolish. How can I believe Jiraiya's words after all this? There's no such thing as true peace. Not so long as we live in this cursed world. In that case, I'll break the curse! If there's such a thing as peace, I'll find it! I'm not giving up! And I'm telling you that's foolish. All will be well as long as you don't give up. Peace will come as long as you don't give up. You'll never achieve anything thinking like that. You can't save anything. Nothing. No one. Well, I'm dumb. I still don't really understand about peace. Or what I should do. But even I know that if I give up, it's all over. If I give up, nothing comes true. No dreams, no hopes, nothing. Nothing can go on. I hate that. I don't want to go back on my word, no matter what! You really are a child. Do you really think such foolish thoughts can bring true peace? They can! Because... I promised. But I truly believe that the day will come when all people will understand one another and live in harmony. Wow.
That's kind of deep. Well then, if I can't find the solution myself, shall I pass the quest on to you? Yes, sir! Can't refuse your orders, Pervy Sage! And I'll keep that promise. I never go back on my word. That's my ninja way! I'll inherit my master's will, and I swear to make it come true. There's no way to true peace. I'll make one out of nothing! As long as I have people who believe in me, I... I won't give up until the very end! Listen, Nagato. No matter what happens from now on, never give up. Just go straight forward, without giving up. I'm sure in the end, you'll find the peace you seek. Where Yahiko and Kona and everyone can smile. That sort of peace. I believe in you. I believe you'll be able to bring peace. A spirit that won't quit, huh? Come to think of it, Jiraiya-sensei taught me that too. But I was trapped by pain and hate, and I forgot. Nagato. Funny, I had the same teacher. I must have had that time as well, but... Naruto Uzumaki. Even in this confusion, your eyes are clear. As though your eyes see even farther than my Rinnegan. Me see a future where you walk a path unlike mine. I'll inherit my master's will, and I swear to make it come true. If there's no way to true peace, I'll make one out of nothing! We are sibling students, you and I. Students of the same sensei. We ought to be able to understand one another. I meant it as a joke. I think I shall believe in you, Naruto Uzumaki. Nagato, no! Konan, it's all right. I made a new choice, even though I'd given up hope. Besides, if the junior student of our master says he won't give up, as seniors, we can't give up either. Nagato. But
That jutsu. If you use it with your chakra as it is now, you'll... What is it? Gedo Art of Rene Rebirth. Rene? What are you going to do? It returns the dead to life. Huh? You can do that? There's still time to at least revive those who I've killed here in the Leaf. Think of it as reparation. Nagato, you're giving your life to help this boy. War inflicts death, injury, and pain to both sides. The more dear someone is, the harder to accept that they might die. In fact, you convince yourself they can't die. And you might try to find meaning in death. But all there is pain and unbearable hatred. Wasteful death. Eternal hatred. And pain that does not heal. That's what war is. And those are the things you will face in the coming days, Naruto. What happened? Nagato's jutsu was activated. Right now, the people of the Hidden Leaf Village are beginning to breathe again. I see. Nagato didn't have this option before. But this boy wrenched his heart open. That stubborn heart. This mysterious child has changed Nagato. So, what are you gonna do? I'd hate to think you're going back to the Akatsuki. I'm leaving the Akatsuki. There's nothing to keep me there now. Nagato's dream, Jiraiya-sensei's dream. Since both of their dreams have been passed on to you, you now embody them. Because Nagato was willing to believe in you, I will believe in you as well. We of the Hidden Rain Village shall chase their dreams together with you. Guts to never give up, and pain. Those are the things I've inherited from my teacher and my brother in training. I'll continue everyone's will and walk straight ahead. You'll see. That's what I've done, and that's what I'll do.
This time, I pray that you will be the blossom of hope that never wilts. Right. Just you watch, Kirby Sage. Damit hat Nagato immerhin sein Leben geopfert, um alles, was er vorher falsch gemacht hat, wieder rückgängig zu machen. Hinata, Shizune, Kakashi, sie scheinen alle wieder zurückzukehren. Nur Jiraiya nicht. Denn der ist ja in Amagakure gestorben, das ist ja zu weit weg, um das Jutsu anzuwenden, ne? Das geht ja dann nicht. Aber das Dorf bleibt weiterhin zerstört. Hey. Kakashi-sensei. Good job. Everyone's. Hey! Naruto! You're the hero of the Hidden Leaf! Thank you, Naruto! You're awesome! Welcome home! Thank you! Welcome home! They've all been awaiting your return. Everyone. Naruto. You've really grown. Naruto! 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 Well, hey, check you out. You were awesome, you lucky jerk. You were amazing. Who'd have thought, huh? I believed in you, Naruto. Ow, don't push. That is Naruto for you. I'm so glad, Naruto! Sakura! You really haven't changed at all! You're always being reckless! I'm sorry, but listen! It... Huh? Naruto, thank you. Okay, it is a victory celebration! Let us toss Naruto into the air! Hey, great idea! You don't have to go that far. What are you being modest for? That's not like you. Come on, here we go. Hey, hold it. Third Hokage. Fourth Hokage. Today I see before me a hero. Und das war das Ende von Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm 2. Und da laufen auch schon die Credits. Aber das heißt noch nicht, dass das der letzte Part war, denn wir werden ja noch die verfluchten Puppen einsammeln. Und wir werden noch einen bestimmten Kampf, der schon storytechnisch noch wichtig sein wird.
am Ende irgendwie durchführen. Ich weiß noch nicht genau, was man dafür machen musste, um den freizuschalten. Ich glaube, man musste einfach nur die ganzen Puppen sammeln. Vielleicht muss ich es auch gar nicht mehr machen, weil ich es ja schon mal freigeschaltet hatte. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich, ihr bleibt dann nochmal dabei und direkt danach, wenn wir dann wirklich ganz durch sind, dann folgt ihr auch auf jeden Fall noch Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations und dann auch pünktlich zum Release der dritte Teil der Serie. Und was da noch alles storytechnisch auf uns wartet, das weiß ich auch nicht, denn, naja, ich kenne die Story auch wirklich nur bis hierhin. Ich habe den Anime geguckt bis zu dem Kampf, bis zu dem Teil, wo Naruto anfängt, gegen Pain zu kämpfen. Das heißt, das Ende kannte ich auch nicht mehr. Und es ist auch schon lange her, dass ich das hier gesehen habe, deswegen wusste ich gar nicht mehr, dass Kakashi wiederbelebt wird. Ich hatte das Spiel, glaube ich, 2010 gespielt, als es rausgekommen ist. Und dann hatte ich irgendwie letztes Jahr die Serie nochmal geguckt und hatte dann gesehen, dass Kakashi gestorben ist. Da war ich dann irgendwie extrem schockiert, weil ich das gar nicht mehr wusste. Aber jetzt, wo ich das Spiel wieder gespielt habe, da habe ich dann zum Glück wieder gesehen, dass Kakashi dann durch das Jutsu von Nagato wieder zum Leben erweckt wurde. Glücklicherweise, okay. Kakashi, einer meiner Lieblingscharaktere auf jeden Fall. Ich denke, von jedem eigentlich. Und, naja, Naruto ist jetzt zum Helden geworden und zum stärksten Ninja Konoha Gakures. Ich finde, storytechnisch ein bisschen früh, denn die Story von Naruto ist ja noch lange nicht vorbei, wenn man nach den Aussagen des Autors geht. Und wenn man jetzt aber schon der stärkste Ninja des ganzen Dorfes ist, dann, ja, finde ich das ein bisschen übertrieben. Ich meine, warum wird er dann nicht zum Hokage, wenn er der stärkste Ninja des Dorfes ist? Wäre doch irgendwie sinnvoll, aber naja, wahrscheinlich wird das erst ganz am Ende der Serie passieren. So weit wird der dritte Teil dann noch nicht gehen, aber er wird definitiv viel, viel weiter gehen in der Story als das hier und dann wird das Ganze natürlich auch ziemlich blind stattfinden. Einziger Kritikpunkt an meiner Meinung nach an dem Spiel ist im Kampfsystem, dass ich nicht weiß, wann man jetzt genau das Jutsu des Tausches macht und den Gegner gelingt es irgendwie dann in höheren Schwierigkeitsgraden, in späteren Kämpfen fast immer und einem selber fast nie und dann, da ist es halt auch ein bisschen Glück, ob es dann funktioniert oder nicht. Alles in allem auf jeden Fall ein super gelungenes Spiel und ich freue mich tierisch auf Generations und noch viel mehr auf den dritten Teil. Gut. Dann lassen wir die Credits hier noch ablaufen und dann verabschiede ich mich schon mal für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir die Sachen dann noch sammeln, die Puppen und den Kampf. Wie gesagt, weiß nicht, ob das ein Part, zwei Parts oder drei Parts dauert. Ein paar Kämpfe sind es noch, aber dann sind wir auch schlussendlich durch mit diesem Spiel und können dann direkt im Direktübergang mit dem Nachfolger starten. So, habe ich jetzt mehrfach gesagt, sollte jetzt auch reichen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gebt ruhig mal einen Daumen hoch, denn das unterstützt mich und meine Videos. Dadurch kann man, je mehr Daumen man hat, desto eher wird man bei der Suchanfrage. Also wenn man bei YouTube was sucht, dann werden die Videos mit der besseren Bewertung meist weiter oben gelistet und mit den meisten Aufrufen, also Aufrufen und Bewertungen. Darum geht es dann meistens. Und ja, das ist halt der Sinn und Nutzen eines Daumen hochs für die Leute, die das noch nicht wussten. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, dann scheut euch nicht, den Knopf zu drücken. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, ne? Also gut, dann verabschiede ich mich für diesen Part. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt, wann ihr auch immer wieder einschaltet. Bis dann und auf Wiedersehen. Well then, if I can't find the solution myself, shall I pass the quest on to you? You'll find the answer. I
believe in you. I think I shall believe in you, Naruto Uzumaki. I don't know how long it'll take, but I'm gonna find that answer for you, I swear. So, it'll be good to know you're looking out for me. Rest easy now, okay? And Naruto! Huh? We're leaving! Whoa, is it that late already? Come on, hurry up! Hey, wait! I'm coming! I'll be back, I promise. Naruto, are you even listening? We're gonna leave without you. I mean it. What? Wait! Honestly, what were you doing? Well, you know, just enjoying the scenery. Huh? The scenery? That doesn't sound like you at all. Sakura, every so often, even I. Scenery really is nice. Yeah, isn't it? When I look at that view, I feel, you know, sorta... wait, Sakura? Okay. Come on, or I'll leave you behind. You kids sure are rearing to go today, aren't you? And so the winds of the era rose. Now, a new wind is taking shape. A new path, full of infinite potential. The tale of Naruto Uzumaki begins now. Letztes Kapitel, die Geschichte von Naruto Uzumaki, ist beendet. Ja, und damit habe ich jetzt auch nochmal die Möglichkeit, mich hier offiziell zu verabschieden. Ich denke mal, jetzt wird nämlich gleich nochmal kommen, hey, du hast die Geschichte geschafft, du kannst jetzt das und das machen und das möchte ich gleich nochmal kurz abschließen, damit wir das auch noch mit drin haben. Das fiel mir nämlich gerade eben so ein. Wir speichern nämlich erst nochmal. Ja, speichern ist nämlich auch wichtig, sonst ist nämlich alles weg. So. Glückwunsch, Abschluss des Hauptszenarios. Begleite Naruto jetzt bei neuen Begegnungen und Abenteuern in der Naruto Shippuden-Welt. Schönen Tag, bla. Heute dringende Missionen habe ich auch nicht, ja. Aber wir gehen einfach mal spazieren. Das Hauptszenario schaffen. Ein neues Gesicht. Auch nach Abschluss des Hauptszenarios warten weitere Abenteuer auf dich. Du kannst zum Beispiel die verfluchte Puppe holen, dann schließlich warten an die Geschichte von einer bestimmten Person. Nimm dir Zeit, er macht sich zum Reimen bereit. Oh ja, also müssen wir doch die verfluchte Puppe holen, um diesen einen Kampf noch zu machen. Das Hauptszenario schaffen den Informationshändler. Nach Abschluss des Hauptszenarios tauchen außerdem in Konoha und Sonogatoura den Informationshändler auf. Der Informationshändler verrät dir, wo neue Aufträge zu bekommen sind, also nutze ihn weise. Teamformation Info mit ihr wechseln. Sprich im Okage-Raum den Konoha-Ninja mit dem Symbol Höhe an, um auf die Teamformation zuzugreifen. In der Teamformation kannst du bestimmen, welche Charaktere an deiner Seite kämpfen. Für uns gestaltet den Charakter ist nun Naruto und wir kriegen die Post. Das neue verfluchte Puppen aufgetaucht sind. So. Gut.
Gut, dann würde ich jetzt einfach zu unserem üblichen Speicherpunkt vor der Okage-Villa gehen, damit wir dann beim nächsten Mal dort ein Team aufstellen können, wenn ich dran denke, natürlich. Und mit diesem Team dann losziehen, um die verfluchten Puppen zu sammeln. So, komm, Naruto, das Stück schaffen wir noch. Und da noch lang. Und dadurch. Jawohl. Hier biegen wir natürlich links ab. Und noch einmal geradeaus, sind wir schon da. So. Hier können wir jetzt nochmal speichern. Und damit kann ich jetzt doch nochmal offiziell sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.